dein Face als Handybräune. Zimmer stockdunkel, dunkelrote Augen sind am Funkeln. Sitze hier so rum und betrachte meine Feinde auf dem Display. Wär übertrieben leicht, die zu ficken, denn nur weil ihr jetzt rappt, seid ihr nicht gleich Teil von dieser Szene. Man war Piano, ist auch kein Italiener. Und nur weil du jedem erzählen musst, dass du jeden Tag Hits schreibst, müssen das noch lange keine Hits sein. Red nicht von wegen, dein Shit wäre cool. Nur bei Videodrehs läuft der Mist mal im Loop. Ich seh die Interviews, ich seh alles, was ihr tut. Beziehungsweise seh ich, wie sehr ihr es versucht. Denn verlangt man bei euren Clips mal nach Innovationen, nehmt ihr ne Drohne und filmt euch von oben. Doch auch ein Video am Ende der Welt lenkt niemand davon ab, dass man die Scheiße schon kennt. Man, wie ich's hass, wenn man einen Artist dann hört und dabei ganz genau erkennt, was dieser Artist so hört. Weil der sich wie dieser Artist anhört. Kein Flow ist von dir, alles nur adaptiert. Dein Aufstieg ging dir echt viel zu schnell. Hab mal mehr Respekt vor dir selbst an. Dein Outfit, das ist echt originell. Hab mal mehr Respekt vor dir selbst. Du erzählst viel zu oft, du machst extrem viel Geld. Hab mal mehr Respekt vor dir selbst. Ja, dich kümmert viel zu sehr, was der Rest von dir hält. Hab mal mehr Respekt vor dir selbst, ha? Und deutsche Rapper altern so extrem furchtbar. Was ist mit denen los, Mann? Wie sie bestehen und leben im Schatten ihrer selbst. Erinnern ständig dran, was mir an ihnen nicht mehr gefällt. Nein, ich häng nicht auf Aftershow-Partys. Hab's mal versucht, doch ich mag sowas gar nicht. Denn am Garderobe ist bei mir Jogginghose. Die Scheiße ist bequem und das ist, worum es ja geht. Was für Kredibilität, ha? Ich weiß nicht, was du meinst. Komm, Rocket League, Drop Shot 1 gegen 1 oder lass es sein, trag ruhig Shirts von Designern und rede dir ein, du wirkst damit nicht scheiße, Mann, du bist nur ein Kind mit paar Knast-Tattoos. Hör auf in Interviews, so erwachsen zu tun, ist ja schön, wie überzeugt du bist von dir heute, doch gib dir nur 5 Jahre und du bereust dich. Wie ich sag's, wenn man einen Artist dann sieht und dabei ganz genau erkennt, wie dieser Artist da meint. Weil er wie dieser Artist aussieht, kein Style ist von dir, alles nur adaptiert. Dein Aufstieg ging dir echt viel zu schnell. Hab mal mehr Respekt vor dir selbst, ha? Dein Outfit, das ist echt originell. Hab mal mehr Respekt vor dir selbst. Du erzählst viel zu oft, du machst extrem viel Geld. Respekt vor dir selbst. Ja, dich kümmert viel zu sehr, was der Rest von dir hält. Hab mal mehr Respekt vor dir selbst, ha? Respekt vor dir selbst, ha?